Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Die Bodycams. Bodycams müssen ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Also wenn sie tatsächlich dabei helfen können, die Gewalt einzudämmen, dann sollte man das zunächst mal positiv zur Kenntnis nehmen. Die ersten Daten lassen ja auch vermuten, dass es so sein könnte. Aber diese Daten kommen halt aus dem hessischen Innenministerium und sind bisher in keiner Art und Weise, auch nur ansatzweise, wissenschaftlich belegt. Es ist halt ein Feldversuch. Und der Sinn eines Feldversuches ist es, erstmal das Ende abzuwarten und dann am Ende auszuwerten und dann zu entscheiden, was die ganze Sache überhaupt bringt. Denn nicht nur die bloßen Zahlen zählen, und das wurde ja auch gerade schon mehrfach gesagt, sondern auch die Frage nach den Auswirkungen, die diese Kameras auf das Umfeld haben, ist entscheidend. Selbst wenn die Zahlen zurückgehen, ist immer noch eine Frage, das wurde auch schon mehrfach erwähnt, welche Auswirkungen hat das auf das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei? Die Frage ist daher, brauchen wir einen weiteren Feldversuch, auch hier in NRW? Und da sage ich ganz klar Nein. Es müssen zunächst mal die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Das wurde auch schon erwähnt, das liegt hier in NRW nicht vor. Wir haben zurzeit, wie gesagt, noch keinerlei wissenschaftlich belegbaren Daten zu diesem Projekt. Wir können doch nicht auf den Verdacht hin, dass etwas vielleicht klappen könnte, derartige neue Befugnisse schaffen, wenn es doch gleichzeitig auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel jetzt einfach mal den Versuch in Hessen abzuwarten. Das ist mal wieder typische CDU-Politik, einfach mal neue Befugnisse schaffen und gut ist. Ich meine, ich bin grundsätzlich immer ein Freund, was Neues auszuprobieren, und Feldversuche sind sicherlich ein probates Mittel. Aber jetzt neue Befugnisse zu schaffen, macht überhaupt keinen Sinn, wenn man doch erstmal abwarten kann. Zumal die Ergebnisse ja auch auf NRW übertragbar sind. Denn neben den grundsätzlichen rechtlichen Voraussetzungen sind auch viele weitere praktische Fragen noch gar nicht geklärt. In der Praxis wird es nämlich unweigerlich viele datenschutzrechtlich bedenkliche Fallkonstellationen geben. Das ist halt so, das wird sich auch nicht vermeiden lassen. In der Praxis wird das so passieren. Aber warum soll man denn diese datenschutzrechtlichen Gefahren auch den nordrhein-westfälischen Bürger zumuten, wenn es bereits einen Feldversuch gibt, dessen Ergebnisse man auf NRW übertragen kann? Schauen Sie mal nach Bayern. Also selbst in Bayern, ja, ich sag mal, das Bundesland, das ja, ja, ich sag mal, sonst eher nicht so zimperlich ist, was die Einschränkung von Grundrechten angeht, ja, selbst in Bayern hat der Datenschutzbeauftragte gesagt, der Herr Petri, Streifenbesatzungen, die generell eine Videokamera auf der Schulter tragen, das geht auf gar keinen Fall. Und dass die Gewerkschaften hier in NRW derart Feuer und Flamme für das Projekt sind, wundert mich ehrlich gesagt schon ein wenig, denn ich bin auch mal gespannt, was passiert oder wann die erste Kritik von den Gewerkschaften kommt, nämlich, wenn nämlich genau das passiert, was nicht passieren sollte, aber fast schon abzusehen ist, nämlich, ja, ich nenne es mal eine Art Verhaltenskontrolle der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stattfindet. Denn über eins muss sich auch die Polizei im Klaren sein. Wenn es diese Aufnahmen für ihre, wenn sie diese Aufnahmen für ihre Zwecke nutzen darf, dann muss natürlich auch eine Möglichkeit geschaffen werden, dass auch die Bürgerinnen und Bürger diese Aufnahmen nutzen dürfen, um ihrerseits ein Fehlverhalten der Polizei belegen zu können. Und das wird auch so passieren. Deswegen bin ich gespannt, wann dann die erste Kritik von Seiten der Gewerkschaften kommt. Ich freue mich über die Diskussion im Ausschuss. Wir stehen diesem Antrag aber zurzeit definitiv eher kritisch gegenüber. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank.